The Nazis designed their television service with propaganda in mind. They wanted to perfect it before they let the genie out of the bottle and let it out into the public. They first of all started with television 180 lines. They increased that to 343 lines, and finally they finished up with 441 lines. Actually, slightly higher definition than the British system. This meant that nobody in Germany could have seen British television, even if they wanted to. So here you have a secure source of information. It comes from one source and one source only. Die stellten wir aus in unserer Halle. Und dann hieß es plötzlich, ja, also Adolf Hitler kommt und besichtigt die Fernsehausstellung. Dann wurde geführt von dem damaligen Postminister ohne Sorge und kam auch an unseren Stand und sah sich an, unsere Vorführung. Ohne Sorge stellte mich mit eindrucksvollen Worten dem Hitler vor. Ich habe das ist Gott sei Dank das einzige Mal gewesen, dass ich ihm die Hand drücken musste. Begrüßte eine. Wir haben sonst aus grundsätzlichen politischen Erwägungen heraus jeden Kontakt mit dieser Sphäre in der langen Zeit vermieden. Das war mir möglich durch unsere elektronenmikroskopischen Interessen in der Zeit. Aber Hitler hatte also sich bei uns die Fernsehvorführung angesehen und ging dann weiter zum Ausstellungsstand der Deutschen Reichspost, begleitet vom Postminister, und sah sich dort die Sache an und verließ dann den Raum. Etwa 20 Sekunden, nachdem er rausgegangen war, implodierte eine der großen Fernsehröhren auf dem Stande der Deutschen Reichspost. Das war unser Glück. Also ich war, wenn das in Hitlers Anwesenheit passiert wäre, da hätte die begleitende SS da sicher falsche Schlussfolgerungen gezogen und das hätte unangenehme Folgen haben können. In allen Berliner Fernsehstuben konnte man ohne Zwischenschaltung von Film die Olympiade miterleben.